Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Minecraft Hardcore 50 und ja, bevor ich die Kommentare lese, ich weiß, es ist eine dumme Idee. Aber ich will nur mal gucken. Ich möchte nur mal gucken. Sehr gut. So, das war's schon. Scheiß Dinger, ey. Oh, ich sehe gerade, wir sollten auch mal gegebenenfalls schauen. Was aufzubauen. So. Okay, weiter geht's. Ja? Nee. Gut, dann sollte es das auch schon gewesen sein. Ich habe gesagt, wir gucken nur ganz schnell, ganz kurz. Ich habe mich an die Sachen gehalten. Und wir haben es überlebt. Ach du je, ich sehe gerade, wir sind schon Level 13. Sind wir denn auf einmal Level 13 geworden? Gut. Folgender Plan. Und zwar werden wir jetzt einmal hingehen, unser Dia-Schwert auf Looting verzaubern. Mit dem Looting-Schwert gehen wir jetzt einmal dort unten hin. Nee. Nicht. Wir bauen jetzt erstmal das. Wir bauen uns erstmal hier ein bisschen auf und dann werden wir die Möglichkeit haben, eine kleine Farm hier zu machen. Und mit dieser werden wir Lederproduktionsfarm machen, Entschuldigung. Das ist Kühe produzieren. Das wäre doch unethisch. Sowas wollen wir hier auf keinen Fall machen. Acht? Was, wie schnell es wieder Nacht wird? Wir gehen einmal schlafen. Dann werden wir einmal hier uns einen Eimer bauen. Und uns aus diesem Eimer hier unten ein
Kleines Fältchen bauen, beziehungsweise aus dem Eimer sage ich schon, hier unten ein kleines Fältchen bauen. Was wir allerdings hier brauchen, haben wir auch in den letzten Folgen ein bisschen gesammelt, auch als wir unten das drauf so ein bisschen geändert haben, sind einmal hier die Seeds, die werden wir benutzen. Dann werden wir dort hinten die Kühe, die wir haben, mal hier rüber locken, indem wir ein bisschen Weizen brauchen. Weizen. Weizen. Muss auch nicht so schön sein. Muss anfangs ein bisschen zweckmäßiger sein. Nicht viel, nur so ein bisschen. So. Ich bin übrigens immer noch dran. Es liegt auch einfach daran, dass ich die Folgen alle gefühlt hintereinander aufmache. Meistens immer nur so einen Tag oder so. So denke ich, haben die auch mehr als genug Platz zu leben. Jetzt müssen wir aber leider wieder einmal rüber zum Dorf, um uns dort mit Weizen. Den Weg dorthin nehmen wir noch mal alles an Samen mit, die wir auf dem Weg finden können. Blätter sind natürlich auch mega cool. Level nehmen wir auch noch mit. Ihr kennt den. Ich auch sogar noch irgendwo. War, glaube ich, Terraria. Der magische Spiegel, mit dem man wieder nach Hause kommt. Das war Terraria. Als doch, lasst es mich. Knochen auch gut und wichtig. Die kriegen wir auch Bone Meal als Dünger nutzen. Oh, und ich weiß gar nicht, ob wir das im Backpack haben. Zuckerrohr. Ja. So, ihr lieben Schweinchen, ihr seid alle wunderbar und ganz toll. Ich habe da vorne auch schon so vorgemacht, um zu. Um in das Gebiet hier, sag ich mal, das Gebiet hier zu nutzen. Erschließen. Wir manchmal immer, wenn wir das machen, wirklich vor Dinge einfach hier so reinkommt, das ganze Dorf so brandschatzt. Wir gehen auch mit einer Barbarigkeit hier vor, wir holzen hier einfach alles, wir mähen hier so alles nieder.
Egal, ob es reif, ob es nicht reif ist. Wollte es heute auch in den Minecraft-Versionen ändern? Da sind die, glaube ich, noch sogar, dass die das auch nachführen. Wenn man da zum Beispiel irgendwie was in die Richtung oder so, wenn das irgendwie weggemacht wird, so abgerissen wird, dann pflanzen die das auch noch nach. Wir können sogar das, was wir denen geklaut haben, sogar traden. Ein Emerald für. Aber leider haben wir kein Kartoffelfeld. Die ist ein bisschen. Und was ich auch noch nicht gesehen habe. Nachschauen. Wo denn eine. Ob die hier eine Bücherei haben? Weil aus den Büchereien können wir natürlich auch wieder hier unser. Können wir ein paar Bücherregale. Dürften wir uns da auch einige Bücherregale sparen. Okay. Ich würde sagen, unser Raubzug war erfolgreich. Ordentlich Ressourcen. Auf den Rückweg nehme ich hier natürlich auch noch alles, was ich hole für uns. Kohle und Eisen, das sind die wir mitnehmen können. Genauso wie Dias, selbstverständlich. Redstone, Lapis, jo. Können wir erstmal liegen lassen. Wenn wir bei Bedarf einfach mal mitnehmen. Bedarfspunkt haben. Mit. Wenn wir allerdings jetzt irgendwie sowas wie hier haben, wo wir dran vorbeilaufen, ohne sich jetzt nicht liegen zu lassen, dann nehmen wir das direkt auf den Weg. Haben wir das dann. Dann denke ich, haben wir Heeres, aber ein dennoch progressive Art. In die neue Season. Und ihr kennt mich, ne? Wer damit ein Problem hat oder so, Meinung ist. Das kann man damit sagen, du hast es ja immer anders gesagt. Ja, ne? Ihr müsst es ja nicht schauen. Das ist ja ein Projekt, was ich. Ne? Ein Spaß dran. So, und ich finde es mega geil, dass wir hier so absolut krass geilen Berg haben. Hier jetzt auch. Wieder die? Ich glaube, das ist so eine Sache, wird man niemals los, wenn man Minecraft-Diamanten sieht. Egal, ob es jetzt hier in dem Pack ist oder nicht. Das ist, glaube ich, was, wo man sieht, immer. Ach, was hat man damals auch immer an Guides geguckt? Die Dia-Höhe
gefühlt und mit jedem Update geschaut, oh, ist das die und die Höhe? Auch hier Level 11. 11, sagt er. Was ist denn das da vorne? Ist es das, was ich denke? Ich glaube ja, und ich glaube auch, dass wir noch nicht bereit sind, das zu tun. Ja, meine Freunde, ich habe es gesagt. Ich bin nicht zu dem Dungeon gegangen. Ich bin nicht zu der Höhle gegangen. Ich bin stark geblieben. Und mit diesen starken Worten beende ich auch die heutige Folge Minecraft Hardcore 50. Ja, wir sind aber noch nicht, sag mal, unbesiegbar, ne? Wir müssten schon noch aufpassen, wenn Gegner kommen. Und was wir halt auch öfters machen müssen, ist halt wirklich dodgen, ne? Also, dass wir wirklich hingehen und die Leute wirklich versuchen, aktiv abzublocken. Wird, glaube ich, noch eine interessante Wendung nehmen. Gut. Meine lieben Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao. Euer Fury.